Der schreibt nämlich. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, auf die Vorrednerin hin muss ich feststellen, es ist schon beeindruckend, mit welcher Gelassenheit die Große Koalition hier noch über Verbesserungsvorschläge des selbst von ihr vorgelegten Gesetzentwurfs spricht, nachdem es höchste Eisenbahn geworden ist, wie auch die Frau Justizministerin hier feststellen musste. Denn das Gesetz soll ja seine segensreichen Rechtswirkungen schon zum Ende dieses Jahres entfalten. Und da ist diese Gelassenheit, mit der das Ganze hier passiert, von Seiten der Großen Koalition doch erstaunlich, meine Damen und Herren. Zahlenmäßig wird das Musterfeststellungsklagegesetz eine geringe Bedeutung haben. Aber in der Rechtswahrnehmung durch die Bürger dürfte sich das umgekehrt verhalten. Die Verfahren nach dem jetzt sechsten Buch der Zivilprozessordnung werden wohl in der Regel von einer breiten Öffentlichkeit verfolgt. Und aus diesem Grund hätte sich der Gesetzgeber hier besondere Sorgfalt anraten lassen sollen. Das allerdings war hier nur bedingt der Fall. Etwa bei der Frage, welche Art von Ansprüchen mit der Musterfeststellungsklage verfolgt werden können. Das Gesetz lässt als Anspruchsteller nur Verbraucher zu. Verbraucher im Sinne des 13 BGB wird man aber nur durch Abschluss eines Vertrages. Also ist streitig, ob deliktische Ansprüche hier vom Gesetz ausgenommen wurden. Der Gesetzgeber hat das wohl jetzt erkannt oder die Antragsteller. Und man macht nicht einfach den einfachsten Schritt und streicht diese Begrenzung auf Verbraucher, sondern man erfindet einen neuen, gesonderten Verbraucherbegriff nur für den Bereich der Musterfeststellungsklage, nämlich den Musterfeststellungsklageverbraucher nach 29c ZPO, meine Damen und Herren. Das ist weder schlau noch gute Gesetzgebung, meine Damen und Herren. Auch zweifelhaft sind weiter die Rechtsnatur möglicher Feststelle. Das ist nicht völlig ausgeräumt. Die Anspruchsteller werden auf Verbraucher begrenzt. Meine Damen und Herren, das sind nicht gewerblich Tätige. Aber jetzt meine Frage, warum diese Beschränkung? Was ist mit dem Malermeister und dem Bäcker, die ihr Geschäftsfahrzeug gekauft haben, das aber eine unzulässige Abschaltvorrichtung besitzt? Warum darf dieser Bäcker und warum darf dieser Maler nicht auch an der Musterfeststellungsklage teilnehmen? Diese Frage hat mir von Ihnen bisher noch keiner beantworten können. Die Verfahren können an verschiedenen Gerichten geführt werden. Hier brauchen wir eine Bestimmung des Gerichtsstandes. Die Begrenzung auf Verbraucherschutzverbände aus Angst vor einer Klageindustrie, glaube ich, ist auch unnötig. Unser Rechtssystem hat genügend Bremsen gegen eine solche Klageindustrie. Und wenn dann hier auch noch von einer Beleihung gesprochen wird, einer noch weiteren Begrenzung der Verbraucherschutzbestände, wird das Ganze eher absurd, meine Damen und Herren. Schließlich, die Verfahren sind kompliziert und langwierig. Die Verbraucher brauchen Jahre für die Feststellung. Und anschließend dürfen sie noch einmal ein zweites Verfahren führen, um ihre Zahlungen zu erreichen. Da braucht man einen langen Atem. Und wenn die Große Koalition angekündigt hat, das Verbot von Abtretungen in allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln zu wollen, dann wäre hier der Punkt gewesen, wo man das hätte machen können. Auch hier die Frage, warum haben Sie es denn nicht getan, wenn Sie es schon ankündigen, in den Koalitionsverhandlungen haben. Es wäre jederzeit möglich gewesen und es wäre ein wirklicher Schritt, den Verbrauchern zu helfen. Meine Damen und Herren, ob wir mit dem Musterfeststellungsklagegesetz eine solche sinnvolle und praktikable Möglichkeit der Rechtsdurchsetzung erhalten, erscheint gegenwärtig zumindest fraglich. Aber schnell und unbürokratisch, wie Sie sagen, Frau Dr. Barley, ist dieses Gesetz mit Sicherheit nicht. Herzlichen Dank, Herr Kollege Dr. Martens. Als nächstes für die Fraktion Die Linke erteile ich das Wort der Kollegin Amira Mohamed Ali.